Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part 11 von Teenage Dream. Ich muss gerade überlegen, welches Let's Play das ist, weil ich gerade davor noch Geheimnisse der Magie oder. Ja, doch, gell. Nee. Wie heißt das andere Let's Play? Geheimnisse im Schnee aufgenommen habe. Wir sind jetzt hier wieder bei unserem lieben. Wie heißt er denn? Tobias? Heißt er Tobias? Ich bin gerade ganz durcheinander. Tobias. Und wir haben ja im letzten Part. Oh je, der ist müde. Wir schicken jetzt erstmal schlafen. Haben wir im letzten Part so ein bisschen so ein Speedrun gemacht, damit wir hier ein bisschen so mit seiner Gärtnerfähigkeit vorankommen. Und er hat auch jetzt zwei Schüler. Das heißt, das hat er abgeschlossen. Und jetzt ist ja auch. Ah ne, morgen ist Wochenende. Da können wir uns dann ein bisschen praktisch beim nächsten Mal darum kümmern, dass wir diese Dinger hier vielleicht noch ein bisschen auch besser kriegen. Beziehungsweise wir könnten am Wochenende versuchen, die Gärtnerfähigkeit zu verbessern. Und unter der Woche, da wir ja jetzt zwei Schüler sind und wir ja gesagt haben, zwei Schüler ist das Ziel. Da wir ja gesagt haben, dass das Ziel ist, dass er zwei Schüler ist, können wir jetzt auch mit zur Schule begleiten und können da halt gucken, dass wir vielleicht so diese Sachen. Stell doch den Teller einfach runter. Dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen soziale Aktionen mit ihm machen in der Schule, damit er da einfach befördert, dass er da einfach ein bisschen vorankommt. Jetzt mach den Obstsalat. Dass er hier bei den Charakterwerken einfach ein bisschen weiter vorankommt. Ihm geht's mittelprächtig bis miserabel. Aber gut. Ah ja, und wir haben beim letzten Mal noch den Kühlschrank ihm geholt. Als Belohnung, weil er beim Gärtnern weitergekommen ist und in der Schule zweier Schüler geworden ist. Dadurch kann er jetzt halt einfach ein bisschen leichter leben, sagen wir es mal, wie es ist. Und vielleicht, dass er das nächste dann die Dusche wäre, was er bekommt. Nun hat er ja immer Angst bei Gewittern. Ich habe gerade gesehen, er hat 2200 Punkte. Ich glaube, ich gebe ihm mal dieses, dass er keine Angst mehr bei Gewittern hat. Sturmfest oder wie das heißt. Wasserfest wäre auch gut. Werden im Regen nicht nass. Vielleicht geben wir ihm das. Und dann geben wir ihm noch das Sturmjäger hier. Dass er keine Angst mehr hat bei Stürmen. Weil er lebt ja eh draußen und dadurch, dass er ja so im Einklang mit der Natur jetzt eh schon immer lebt, glaube ich, dürfte ihm das ja eigentlich nichts mehr ausmachen. Mit seinem Haarwuchs. Dann kann er vielleicht hier oben nachher noch aufs Klo gehen. Können wir eine Pflanze weiterentwickeln? Weil das müssen wir auch noch. Pflanzis weiterentwickeln. Kann er? Er kann noch nicht, weil er braucht ja Level 5, glaube ich, damit er veredeln kann. Aha, düngen. Jetzt soll er erstmal hier. Jetzt hat er noch Spaß und Soziales. Soziales kriegt er ja eh in der Schule. Dann soll er jetzt hier noch. Kann er hier noch irgendwo irgendwas düngen? Wahrscheinlich nicht. Möchte ein Feuer löschen. Hat er auch Spaß, wenn er die Pflanzen erforscht? Mal gucken. Dann soll er noch, bis er zur Schule muss, oder muss er noch Hausaufgaben machen? Er macht Hausaufgaben, bis er in die Schule kommt, weil dadurch kriegt er noch ein bisschen Verantwortung. Oh, na prächtig. Das ist ja total schmutzig. Mach Hausaufgaben. Schnell und lauwarm baden. Stimmt, hatten wir nicht noch irgendwie Rechnungen oder so? Hatten wir Rechnungen? Nee. Na. Nee. Haben wir bezahlt. Gut. Macht er jetzt nämlich Hausaufgaben noch, bevor er in die Schule geht?
Und dann kann er hier einmal alle Blumen verkaufen. Oder warte mal. Den Salbei, den Salbei, den ernten wir. Salbei ernten. So angespannt. Er ist so angespannt, um das zu tun. Soll danach hierher gehen. Gibt's nicht hier, wir sind hier zu angespannt. Aber vielleicht machst du mal deine Hausaufgaben ins Inventar. In einer Stunde müssen wir zur Schule. Immerhin 75% der Hausaufgaben hat er erledigt. Vielleicht finde. Ah, okay. Doch nicht. Wir gehen mit. Kriegen wir wenigstens das Soziale ein bisschen hoch, wenn auch der Spaß. Obwohl wir da mit ein paar Klassenkameraden ein bisschen rumblödelt, dann kriegt er vielleicht auch Spaß. Oh, ich weiß nicht, was du immer von mir willst. Na, guck mal, da ist deine Freundin Ash. Mach mal einen Witz über Körperbehaarung. Küssi. Wieso willst du denn laut danach? Mach mal einen. Steh mal einen Traum. Ist ja jetzt sehr traurig. Mit Ash Händchen halten würde er gerne. Mach mal ein düsteres Kompliment. Und wie kann er die loswerden? Kann er irgendwas mit ihr machen, dass er nicht mehr so traurig ist? Mach ihr mal ein Kompliment. Mach ihr mal ein Kompliment. Sie mal liebevoll umarmen und dann erzählst du mal ein paar Witze, damit du vielleicht ein bisschen Spaß bekommst. Akne, wieso bist du denn jetzt sauer? Spaß. Wieso bist du jetzt so wütend? Wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Also jetzt musst du in den Unterricht. Ja, richtig. Läuft. Und jetzt finde ich halt schade, dass er. Ah, er muss Prüfungen machen. Dass er jetzt hier nicht. Oh. Er hat nicht vorgelernt. Ich finde es jetzt halt schade, dass er jetzt hier, während er bei den Prüfungen ist. Nein. Nicht irgendwie so Sachen machen kann, so weiß ich nicht. Sondern dass er halt einfach in den Prüfungen sitzt. Und dass man jetzt hier nicht sowas anklicken kann wie sich Mühe geben bei den Prüfungen. Ja. Was machst du? Habe ich das jetzt geschrottet? Ich glaube, ich habe es geschrottet. Jetzt macht er seine Prüfung nicht mehr. Ein schwieriges Problem. Du bist im Ausland und möchtest in einem lokalen Restaurant zu Mittag essen. Deine Freunde behaupten, es sei das Beste in der Stadt. Aber du musst das Essen in einer fremden Sprache bestellen. Was würdest du sagen, um dein Essen auf höfliche Weise bei einem Kellner zu bestellen? Er hat ja relativ viel so soziale Interaktion. Ich glaube, er hat eine halbwegs gute Charismafähigkeit, weil er ja viel interagiert mit anderen Sims. Deswegen glaube ich, er verlässt sich auf sein Charisma. Haha, große
Vorteil basierend auf seinen Fähigkeiten. Er setzt sich zwar nicht mehr hin, aber gut. Ist das Thema das Vertrauen und das Gefühl, recht gut beantwortet zu haben. Sehr gut. Jetzt gehst du dir mal was zu essen nehmen. Essen bestellen, großes Mittagsmenü. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte gucken, welche Charisma-Fähigkeit er denn hat. Hä? Klausch, jetzt das Mittagsmenü hier. Ist ja mein Lausebub. Na, auch, aber auch erst Level 3. Ist gar nicht mal so gut. Seine beste Fähigkeit ist Gartenarbeit. Gucken, ob sich jemand zu dir setzt. Savannah, unsere alte Freundin. Wir reden mal mit dir über den Regen. Machen einen Witz. Wir machen ihr auch mal ein Kompliment. Ich glaube, er ist ja eigentlich schon noch. Wir fragen sie mal nach dem Tag. Wir schlagen ihren verrückten Plan vor. Wir reden über Fitnesstechniken. Muskeln zeigen. Ah, und da ist unsere andere geliebte alte Freundin. Und er wollte ja eh mit Annie reden. Wir schlagen ihr mal einen verrückten Plan vor. Wir machen auch ihr ein Kompliment. Und dann machen wir der guten... Cassandra ist schwanger. Aber nicht von uns, oder? Nee, mit Cassandra haben wir, glaube ich... Nicht, nee. Unfassbar. Cassandra ist einfach schwanger. Fragen sie auch mal nach ihrem Tag, so als Schwangere. Und jetzt haben wir noch so einen kleinen Klopf-Klopf-Witz. Würde gerne joggen gehen und er würde gerne am Unterricht teilnehmen. Weil mag ja gar nicht joggen, ich weiß gar nicht. Kannst du ihr auch ein Kompliment machen? Schmeiche ihr mal noch ein bisschen. Er hat schon so in der Schule eigentlich nur Kontakt zu Mädels. Ach, das sind die Lehrer. Nee, ah doch, Kevin kennt er noch. Aber eigentlich hat er größtenteils nur Kontakt zu Mädels. Also ich glaube, die engsten Beziehungen hat er eigentlich nur zu Mädels. Oh, zu Emmy ist gar nicht mal so eng das Verhältnis. Aber zu Ash, zu Cassandra, Savannah, Gemma. Stimmt, Gemma gibt es ja auch noch. So, gehst du zum Unterricht? Was geht's? Aber Spaß ist nicht wirklich hochgegangen. Läuft. Hätte er... Er hätte im Unterricht... Du machst deine Prüfungen. Freund Nase. Nix Sport. Ganz zu schweigen, dass du Sport nicht mal magst. Unfassbar. Heute ist es wieder schwierig mit ihm. Tobias ist ziemlich gut bei den Prüfungen abgeschnitten. Das war, was ich hören wollte. Kannst du zu Ash gehen? Tu sie mal spitzbübig bedrängen. Und dann tust du mit ihr in der Dusche rumschmusen.
in der Schule, in der Dusche ein bisschen Spaß haben. Ach, das ist böse. Ups, nein, sorry. I'm so sorry, das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, dass das böse ist. Entschuldige dich. Sorry. Trotzdem, obwohl er ein Arsch zu ihr war. Ja. Hat es jetzt irgendwie so ein bisschen... Oh ja, Manieren sind ein bisschen besser geworden. Das ist ja auch klopp, weil er sich halt eben... Ah nee, das ist freundlich vorstellen. Ah, und Komplimente machen, genau. Ah, ich hatte ja überlegt gehabt, wenn er vielleicht hier beim Gärtnern weiter vorankommt, dass ich ihm ein Tagebuch als nächstes kaufe, dann könnte er da auch noch ein bisschen an seinen Fähigkeiten arbeiten. Ihr müsst ja wissen, ich habe ja die MC Command Mod und ich habe da drin eingestellt, dass auch Teenager schwanger werden können. Aber bisher hat er es ja noch nicht geschafft. Weil ich glaube auch Gemma nicht schwanger ist. Aber immerhin geht der Spaß hoch. Und die Hygiene. Immerhin etwas. Und das... Naja, hier kann er aufs Klo dann. Wenn er da rein konnte, kann er da auch aufs Klo. Du entschuldigst dich nochmal. Das gibt ja auch irgendwas. Konfliktlösung oder so. Oh, Spaß ist aber nicht komplett voll. Aber er müsste jetzt zumindest so gut drauf sein, dass er... Okay, er wollte sich nicht mehr entschuldigen. Dass wir jetzt noch ein bisschen Gartenarbeit machen können. Und er ist müde. Und er hat es geschafft, so. Er hat aber, seit er mit Ash so eine Beziehung angefangen hat, fast nichts mehr mit Gemma gemacht. Überraschenderweise. So, du gehst mal alles jäten. Dann wollten wir den Salbei, den wollten wir... Ja, könnt auch einmal alles ernten. Schau mal, was du da so in deinem Inventar hast. Und Gruß. Der verdorbene Joghurt. Das Gewürzefestival wäre in der Nähe. Ah, deine Rakete. Ich gehe mir doch aufs Gewürzefestival gleich. Wenn du hier fertig bist. Ich weiß nicht, wie lange geht das? 17 bis 1 Uhr. Hä? Wieso können wir niemanden mitnehmen? Man weiß es nicht. Ich gehe auch gleich, Savannah, alles gut. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Was ist das? Aber Silikon. Weil dann können wir vielleicht dort auch was essen. Er hat ja auch Hunger. Und er kann dort auch die Gartenfähigkeit weiter voranbringen, weil er dort ja Blumen pflücken kann. Vielleicht finden wir da ja sogar den Paradiesvogel oder so, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. Er darf sich zwar hier in dieser Welt nicht wirklich viel leisten, aber vielleicht können wir ihm ja auch irgendwann dann noch sowas, weiß ich nicht, so einen Wassersammler oder sowas kaufen. Na, ein Glück sind wir sturmfest. Tu mal einmal alles ernten. Wobei, was gibt's hier? Basilikum, Petersilie, Salbei, ein Busch. Salbei, Salbei. Das sieht auch alles nach Salbei aus.
Brombeeren wären natürlich richtig klasse, die bringen gut Geld. Wo sind die Essenssachen? Ja. Was würde ich davon als. Ich glaube, das ist da hier vielleicht. Schweinefleisch ist so, weil ich bin nicht unbedingt. Puh, weiß nicht, was das ist. Curry. Ich glaube, ich würde mir einen Curry nehmen. Mit wem redest du denn da jetzt schon wieder? Oh, die hat voll die coole. Ist das deine Mutter? Oh, und dein Papa ist auch hier. Also es ist auf jeden Fall der Vater. Ich glaube, das ist die Mutter. Du kannst nicht mit deiner Familie reden. Du bist von zu Hause weggelaufen. Ah, ne, Kuhpflanzenbeere haben wir bekommen. Aber die Kuhpflanzen. Ah, doch, die Mutter. Boah, jetzt hätte ich einen Fehler gemacht. Die muss er, glaube ich, fürs Letzte muss er eine Kuhpflanze großziehen. Ich wollte gerade sagen, eine Kuhpflanze ist mir immer so anstrengend, die geht immer gleich kaputt. Aber er muss ja tatsächlich eine Kuhpflanze machen. Aber wir können ja sagen, pass mal auf. Geh mal hin und verlange Unabhängigkeit. Sag. Ihr seid mir gefolgt. Warum? Was willst du hier? Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr diese Haare gegeben habt. Aber gut. Lass mich endlich in Ruhe. Hört auf, mir immer hinterher zu rennen. Davon kriegt er halt jetzt, glaube ich, wieder Minus von irgendeinem Ding. Und deswegen geht er danach. Er sagt: Lasst mich endlich in Ruhe. Ich hab's satt, dass ihr mir immer hinterher spioniert. Ich weiß gar nicht, wo die wohnen. Wenn ich ehrlich bin. Ah, doch, die wohnen da, wo Ding ist. Hier wohnen die. Kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe die in. Wo ist es denn? Hä? Die wohnen nirgends mehr. Hier, Delta Valley. Hier oben habe ich die einen. Die haben einfach nochmal ein Kind bekommen. Willi? Ich habe einfach nochmal ein Kind bekommen. Die Mama hat nicht sich nur eine neue Friese gegönnt. Die haben einfach nochmal ein Kind bekommen. Er ist ja groß. Er hat ja eine Zwillingsschwester, mit der er sich relativ eigentlich noch gut versteht. Und er hat halt einen kleinen Bruder gehabt. Wie es scheint, hat er jetzt aber nochmal einen kleinen Bruder bekommen. Den er eigentlich auch nicht kennt. Krass. Haben die einfach nochmal ein Kind bekommen? Dann würde ich sagen. Darfst du mal schlafen gehen? Der einfach. Aber wir haben einiges an Kräutern und so bekommen, wo wir wieder was anpflanzen können. Ich würde die Kuhpflanze aber erst, glaube ich, einpflanzen. Aber ich würde hier nochmal so die ganzen Brombeeren einpflanzen. Die bringen richtig gut Geld. Was hat er noch gesammelt? Äpfel? Nee. Nee. Viel Glockenblumen wir haben, die verkaufen wir mal. Oh, wir können aber hier ganz viel weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Na, nimm schon mal was zu. Eine schnelle Mahlzeit. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich würde dann auch hier schon wieder den Part beenden. Ist ein bisschen ein kürzerer Part heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ciao!